Ich bin Monika Flores, ich bin Ausstellungskuratorin hier im Jüdischen Museum für die neue Dauerausstellung. Das Flamenco-Kleid wurde vielleicht auf einem Flohmarkt gekauft, vielleicht hat Severin Rubinstein es auch auf einer Reise in Spanien erstanden. Es ist in der neuen Dauerausstellung im Raum das jüdische Objekt zu sehen. Und in dem Raum geht es um die Frage, was ein Objekt eigentlich jüdisch macht. Das Flamenco-Kleid erzählt die Geschichte von Severin Rubinstein. Severin Rubinstein war ein Flamenco-Tänzer, der gemeinsam mit seiner Schwester in den 30er Jahren in ganz Europa Erfolge feierte. Sie tourten als Imperio und Dolores. Ihre Karriere nahm ein sehr jähes Ende mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Da waren sie gerade in Polen und wurden kurz darauf ins Warschauer Ghetto eingewiesen. Glücklicherweise gelang ihnen die Flucht. Sie gingen beide in den Untergrund und Severin schloss sich einer Widerstandszelle an. Er begann dann getarnt als Frau Anschläge zu verüben. Der Kontakt zu seiner Schwester verlor sich aber. Severin Rubinstein erfuhr von dem Tod seiner Schwester, als er gerade im Versteck war in Polen bei einer polnischen Familie. Und seine erste Reaktion war, die Mutter dieser Familie nach Tischdecken und Gardinen zu fragen, damit er sich ein Flamenco-Kleid nähen könnte. Und in diesem Kleid tanzte er dann den Part seiner Schwester. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Severin Rubinstein nach Hamburg und lebte in St. Pauli und wurde der erste große Travestiestar, der in ganz Deutschland als Frau Flamenco tanzend Erfolge feierte. Diese Widersprüchlichkeit, das eine zu sein, aber gleichzeitig auch das andere, ist etwas, was ganz typisch ist für die jüdische Erfahrung. Und das Kleid sieht auf den ersten Blick aus, als gehöre es einer sevillanischen Tänzerin. Es gehörte aber einem Mann, einem Widerstandskämpfer, einem Juden, der seit 1945 in Deutschland lebte.